gestorben bei der CIA? Warum haben Sie mir nichts gesagt? Ihnen sagen? Cool, jetzt mal halb das Riff. Aber ich hätte Ihnen helfen können. Ja, klar. Sie wollen helfen? Dann helfen Sie mir, diesen Kerl zu finden, wenn Sie so sicher sind, dass er der Schlüssel ist. Der Anzug ist es. Alcatraz und der Anzug, beides zusammen. Das ist die Waffe. Ja. Geno, irgendwas? Nichts, Ma'am. Durchsuchung beendet. Wir arbeiten uns entlang der Küste zurück. Ich glaube nicht, dass wir... Da! Das ist sein Signal. Das ist er. Zurück zu den Fahrzeugen. Wir haben ihn. Hier drüben. Hier lang. Ja, und damit willkommen zurück zu Crysis 2. Wir haben unseren kleinen Brückensturz also überlebt. Meine Güte. Ich dachte, sie wären auf dem Grund des Flusses. So. Bye-bye, Hargreave. Jetzt sind wir wohl auf uns gestellt. Ach, schön, Sie zu sehen, Mann. Hören Sie, ich habe mir überlegt, dass Sie vielleicht... Später, Professor. Halten Sie die Vorlesung unterwegs. Hier entlang. Los! Ist mir richtig sympathisch, dein Elfen. So. Alcatraz. Mann, Sie haben es geschafft. Erstmal hier waffentechnisch aufräumen. Chino! Hey! Na du? Da mal los! Es geht um dieses Stück aus Prophets Gedächtnis. Wie es aussieht, liegt die Basis der SEF direkt unter dem Wasserspeicher Central Park und Prophet war drin. Dort ist die Hauptregulierung der Sporen. Dort wird alles ausgelöst. Wenn wir Sie und den Anzug da reinkriegen, haben wir eine Chance, die gesamte Invasion zu stoppen. Aber wir müssen in den Park, solange noch Zeit ist. Das ist der Kanal, Man. Legen Sie los. Colonel Barclay, hier ist Lieutenant Tara Strickland im Auftrag der Special Operations. Wir sind unterwegs zum Central Park mit einer Waffe, die den Seth-Angriff stoppen kann. Wir verfügen dann die Seth-Angriff brauchen, aber wir brauchen Luftunterstützung. Können Sie uns unterstützen? Miss Strickland, wir warten. Sir, das ist Wahnsinn. Die Stadt ist immer noch voller Menschen und Brooklyn, Jersey, der Fallout. Die können das nicht überleben. Das werden Sie, Miss Franklin. Betrachten das als Grund, die Software auf die Seth aufzuhalten. Und ich habe leider keine guten Alternativen. Sie haben jetzt nur wenig Zeit, um zu tun, was immer Sie vorhaben. Danach verstehen Sie, Miss Franklin. Negativ, Sir. Professor Gould hat mich überzeugt, dass wir eine Chance haben, aber wir müssen jetzt handeln. Ich wiederhole, können Sie uns unterstützen? Kontakt! Feuer frei! Auf Verstand! Okay. Machen wir mal. Sie haben Läufer. So will ich das sehen. Gilt's jetzt also? Alcatraz kommen! Verdammt, wo ist dein Signal?
weg. Alcatraz, kannst du mich hören? Ich aktiviere jetzt unser GPS-Signal. Suchen Sie sich eine erhöhte Position und verfolgen Sie unser Signal. Wir sitzen fest. Seth kommt überall aus dem Gebälk. Ich versuche, Bartley zu erreichen. Kämpfe dich durch das Gebäude und stoße wieder zum Team. Okay. Taktische Option. Das wird Bartley und Team wird aktiviert. Ah, super. Also wie gesagt, unsterblich sind wir nicht. Aber wir können uns Dinge erlauben, die wir uns sonst nicht erlauben könnten. Bei weitem nicht erlauben können. So. Wichtig ist trotzdem, dass wir immer über genug Munition verfügen. Okay, zumindest weiß ich jetzt, warum der Stealth Kill nie funktioniert hat beim letzten Versuch. Ich habe nie auf die R-Taste gedrückt. Na. Hier. Nein, das ist ein Klauschwein. Okay. Das ist natürlich scheiße. Ich glaube, wir haben es hier mit dem Dauerspawn zu tun. Ich werde mal weitergehen. Geh mir doch mal aus dem Weg jetzt. Jawohl, machen wir. Und weg hier. Alcatraz, wir fliegen hier praktisch blind. Ich muss die Ziele jetzt sehen. Markiere den Seth hinterhalb für einen Luftangriff. Ja, ich bin unterwegs. Mach mir bitte keinen Stress. Ich hab den links gesehen, da ist er. Ganz bestimmt nicht, mein Freund. Auf die Weise haben es bei meinem ersten Versuch tatsächlich einige geschafft, mich da hinten vom Gebäude runterzuschubsen. War jetzt keine so angenehme Erfahrung. Rufname Alcatraz. Bitte bestätigen die Zielerfassung auf sich. Wir sind im Anflug. Wir müssen weitermachen. Wir sind da, ja.
Monster! Das ist wirklich nicht so schön, da vorne runterzufallen. Echt nicht. Muss nicht sein. Ich hab jetzt echt Schiss, dass hier noch einer drin ist. Aber gut. So. Ziel bestätigt. Moment. Feuer in 3, 2. Na bitte. Scheiße, Mann. Das war zu knapp. Das war... Feigling. Gut. Weiter geht's. Okay. Ach, seht ihr, jetzt wollte ich das Dings noch mitnehmen. Taktische Optionen verfügbar. Na, jetzt ist es zu spät. Na gut. So habe ich mir das vorgestellt mit den beiden. Alcatraz? Ja? Was machen Sie da oben? Sie müssen zurückkommen. Ja. Ja, da oben. Oh, das Ding will ich haben. Okay. Zeit für die Action. Ja, schrei mich nicht so an. Man schreit seine einzige Hoffnung nicht so an. Scheiß Viecher. Okay. Fast so beeindruckend, oder was heißt fast so beeindruckend? Genauso beeindruckend. Ah, okay, wir haben's. Wie der Berg im ersten Teil. Na gut. Das wird ein Spaß werden. Hören Sie, Alcatraz. Ihr Lufttransport ist unterwegs. 6 Helikopter von Cell. Mehr haben wir nicht. Und wir haben alle keine Zeit mehr. Wenn es nicht gelingt, die Lage erfolgreich zu meistern, wird Stratcom auf Befehl des Pentagons einen taktischen Nuklearschlag auf Manhattan durchführen.
Und zwar in 20 Minuten. Was immer Sie vorhaben, Sie sollten sich beeilen. Okay, also jetzt wird's ernst und ich kann euch sagen, dass wir auch auf diesem Schwierigkeitsgrad da oben eine Menge Spaß haben werden. In diesem Sinne sehen wir uns wieder in der nächsten Aufnahme. Bis dahin, ciao.